Ja. Beginn mit spiritueller Praxis, dann geht es um die Praxis mit, man könnte sagen, mit dem Körper und mit dem Geist. Oder wir können sagen, mit Körper, Sprache und Geist. Und der Körper und die Sprache könnte man dann sagen, sind die äußerlichen Dinge, die Art und Weise, wie wir uns gebären, wie wir reden. Und die Praxis mit dem Geist ist die Praxis im Inneren, die innere Praxis. Steht die Praxis, wenn man es so betrachtet, aus der inneren und äußeren Arbeit, dem Umgang mit dem inneren Geistigen und dem Umgang mit dem Körperlichen und dem Sprachlichen. Und diese inneren und äußeren Dinge hängen natürlich sehr eng miteinander zusammen, bedingen sich gegenseitig. Und ein Ausspruch, den ich damals in Thailand von unseren Lehrern sehr oft gehört habe, war, na, so wie innen, so wie außen, so innen. Und was damit gemeint war, ist, dass unsere Art und Weise, uns zu gebären durch Körper und Sprache, eine Reflexion unseres Inneren ist. Und dass aber auch die innere Welt unseres Herzens, unseres Geistes in gewisser Weise unsere äußeren Aktivitäten widerspiegelt. Und so ist es wichtig, diese Dinge nicht zu unterschätzen. Wir können oftmals, wenn wir keinen guten Lehrer haben, kein gutes Training haben, vielleicht nur irgendwelche pseudo-spirituelle Literatur gelesen haben, zu der Annahme kommen, dass spirituelle Praxis ausschließlich aus Meditation besteht. Aber dem ist nicht so, weil selbst wenn wir einen Moment drüber nachdenken, wird es schnell offensichtlich, wie es ja eigentlich der gleiche Geist ist, der sich vielleicht abends auf dem Kissen in der Meditation vertiefen möchte, der den ganzen Tag rumgelaufen ist und vielleicht dummes Zeug gemacht hat oder dummes Zeug geredet hat. Und so spiegelt natürlich unser Geisteszustand, unsere Aktivitäten, unsere Handlungen wider. Und unsere Handlungen spiegeln unseren Geisteszustand wider. Die Art und Weise, wie wir mit uns reden, wie wir mit uns selber reden, im Inneren, drückt sich irgendwann durch unsere Sprache aus. Die Art und Weise, wie wir, was wir beabsichtigen in unserem Geist, schlägt sich auf unsere Handlungen nieder. Und so ist dieser Ausspruch, so wie innen, so wie außen, so innen, ein sehr weiser, tiefgründiger Ausspruch, den wir uns vielleicht merken könnten, weil er uns eben hilft, uns besser zu beobachten. Und spirituelle Praxis ist zunächst mal, ist eigentlich Selbstbeobachtung, Lernen über uns. Und wenn wir sagen uns, dann meinen wir uns im Sinne von Körper, Sprache und Geist, weil das eben die drei Türen sind, wenn man so will, durch die wir handeln. Handlung auf der Ebene des Geistes, unsere Gedanken, Handlung auf der Ebene der Sprache, wir reden, Handlung der Ebene des Körpers. Und dieses Innen und Außen, der Buddha beschreibt es in einer Sutta, die ich, glaube ich, wo ich einige Male hier auch drüber gesprochen habe. Er spricht da von Ethik und geistiger Handlung. Also er teilt diese beiden Dinge auf, weil eben die körperliche Handlung und die sprachliche Handlung in den Bereich unserer Ethik fällt, wenn wir von moralischer Handlung sprechen. Ethik fällt in den Bereich von körperlicher und sprachlicher Handlung, während die geistige Handlung, der Buddha separiert die ganz bewusst von der Ethik aus dem sicherlich nachvollziehbaren Grund, dass eben das Training des Geistes, das Training unserer Gedankenwelt ein viel schwierigeres ist als unser Training in Körper und Sprache. Und deshalb fallen eben Körper und Sprache in den Bereich unserer Ethik, in der spirituellen Praxis, und die Absichten, Gedanken, die innere geistige Aktivität, geistigen Handlungen fallen in den Bereich der geistigen Praxis, die schwieriger ist. Unsere Gedanken können wir nicht mal eben so mit Willenskraft in die eine oder die andere Richtung schicken. Wir alle
und gerade versucht, da eine Dreiviertelstunde zu meditieren, ein Meditationsobjekt aufrecht zu erhalten, wenn wir festgestellt haben, ist gar nicht so leicht. Der Geist, der will immer plappern, der will immer irgendwas erzählen, hat immer irgendwas zu kommentieren, irgendwas zu erinnern, irgendwas zu planen. Und mal so richtig still in der Gegenwart zu verweilen, ist nicht so einfach. Und genauso unheilsame Gedanken loszuwerden, die zu überwinden, ist schwieriger als körperliche unheilsame Handlungen zu überwinden, beziehungsweise sprachliche. Das ist viel näher an einer Willensentscheidung dran. Wir können bewusst die Entscheidung treffen, ein bisschen besser auf unsere Sprache Acht zu geben. Und mit ein bisschen Anstrengung fällt uns das dann auch irgendwann mit der Zeit leichter und leichter, genauso wie unsere Handlungen. Wir können mit einem Willensentscheid die Entscheidung treffen, von einem heilsamen Geisteszustand bestimmte unzuträglichen körperlichen Handlungen einfach nicht mehr zu verrichten, weil wir einfach sehen, dass es unserer Ethik, unserer Praxis schadet. Und in diesem Bereich der Ethik fällt natürlich auch nicht jetzt nur das Reden und dazu gehören auch so Dinge wie, ich sag mal so Verhaltensmuster oder Verhaltensweisen. Das ist vielleicht das Einfachste. Bestimmte Aufgaben, die wir verrichten, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Pflichten und Aufgaben, die wir haben, die fallen auch in diesen Bereich von körperlicher Handlung. Und ich habe jetzt, muss ich gerade dran denken, vor ein paar Tagen noch die Anekdote erzählt, als Tanchan Dan uns in Australien besucht hat und wir haben ihm ganz stolz den neuen Anagarika-Block gezeigt. Das war ein neues Gebäude, wo Mönchsanwärter, also die noch weiß tragen, also die noch keine Mönche sind, drin wohnen konnten. War also ein neues Gebäude. Und dann haben wir ihn so ein bisschen rumgeführt durchs Kloster, haben ihm dann die Räumlichkeiten gezeigt, wo die Anagarikas, also die Trainees wohnten, und dann sind wir in ein so ein Zimmer reingegangen von so einem Anagarika. Junger Kerl, war glaube ich gerade 19 und sah durchaus wie ein Schlachtfeld. Fand ich peinlich. Und als wir rausgingen, sagte dann, also der Lehrer aus Thailand, der uns besucht hat, zu diesem jungen Mann, sagte: Du musst mir versprechen, bevor du ordinierst, musst du eine Sache lernen. Und er so ganz ehrerbietig: Ja, Jan, was denn? Ich sag, du musst lernen, morgens, nachdem du aufstehst, dein Bett zu machen. Sein Bettzeug war nämlich überall und sah so wirklich ziemlich chaotisch aus. Aber das nur so als kleine Anekdote. Also auch diese Sachen gehören zu diesem Außen, was sich in unserem Inneren widerspiegelt. Das heißt also, wie wir leben, wie wir wohnen, wie wir arbeiten, wie wir Aufgaben verrichten, gehört auch in den Bereich unserer Ethik, unser Verhalten ist auch sehr wichtig für unseren Geisteszustand. Weil es ist ein bestimmter Geisteszustand, der uns bestimmte Handlungen verrichten lässt, und es sind bestimmte Handlungen, die uns zu einem bestimmten Geisteszustand verhelfen. Also die beiden Dinge hängen zusammen. Und so sieht man wieder dieses wie innen, so außen, wie außen, so innen. Und es gibt aber noch in gewisser Weise ein anderes Innen und Außen, wo ich eigentlich heute ein bisschen drüber sprechen wollte, und zwar, es fällt in den gleichen Bereich, aber es ist eigentlich die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen und die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Also es geht mehr um den, also in dieser etwas engeren Betrachtung dessen, was ich jetzt schon so ein bisschen ausgeführt habe, geht es eigentlich darum, was ist unsere eigene wirkliche innere spirituelle Praxis? Was ist das, was wir als Praktizierende tun? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unser, wenn wir so wollen, naja, was ist die, ich will nicht sagen Essenz, weil all diese Dinge gehören zusammen, aber ja, es gibt eine bestimmte Praxis, die wir für uns im stillen Kämmerlein verrichten, und es gibt eine Aufgabe oder es gibt eine Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und dazu wollte ich eine kleine Anekdote erzählen, die der Buddha den Mönchen mal gegeben hat. Und zwar ist die Anekdote vom
Bambusakrobaten habe ich heute Morgen schon nach dem Essen kurz angerissen. Und zwar, der Buddha hat seinen Mönchen mal gesagt, dass vor langer Zeit mal dieser Bambusakrobat existierte, der mit einem Gehilfen Kunststücke vorgeführt hat. Und ich habe es heute mal nachgeschaut. Es deutet sehr viel darauf hin, dass es sogar eine Gehilfin war. Also der Name dieser Person, also weil im Pali gibt's nicht unbedingt immer Pronomen, man kann oftmals nicht sagen, ob das nun männlich oder weiblich ist, aber vieles deutet auf jeden Fall darauf hin, dass dieser Akrobat mit einer Frau praktiziert hat, mit einer Akrobatin, also mit einer Gehilfin. Und also diese Bambus-Akrobaten, um das mal kurz zu erläutern, ist so ein bisschen wie so Tightrope. Also die hatten halt mal diesen langen Bambusstab, den haben die sich so vor die Kehle gestellt und dann ist die Frau halt an dem Bambusstab hochgeklettert und hat dann oben ihre Kunststücke gemacht. Und er musste halt immer das ausbalancieren und sie musste halt gucken. So, auf jeden Fall sprach also jetzt in dieser Anekdote, in dieser Sutta, sprach der Akrobat zu seiner Gehilfin, sagte: Okay, gute Gehilfin, pass du schön auf mich auf, gib du schön Acht auf mich, beschützt du mich und ich beschütze dich und so werden wir dann unser Kunststück machen, unser Geld kassieren und ohne Schaden wieder vom Bambuspol runterkommen und unsere Wege ziehen. Da wollte ich einfach mal so in den Raum fragen, wie sich das für euch anhört. Also die Anweisung dieses Akrobatens an seine Schülerin war: Wenn wir jetzt da unser Kunststück machen, du gibst Acht auf mich, beschützt mich, und ich gebe Acht auf dich, beschütze dich. Und so machen wir unser Kunststück, kassieren ab und ziehen unsere Wege. Fällt da jemandem was zu ein? Oder ist das irgendwie jemand einen Kommentar zu machen? Der Michael grinst schon, er ahnt schon. Du kennst die Geschichte doch. Ich auch. Ja, du auch. Ich habe heute noch gefragt, weil ich konnte mich nicht erinnern, ob ich die Story schon mal hier erzählt habe. Also, hast du die von mir gehört oder hast du gelesen? Nein, ich gut, dann darfst du nicht. Also, wer möchte was dazu sagen, ja? Also, ist ja eine Einladung, dass dann beide auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Weder, wenn wir beide aufeinander aufpassen, sind beide auf Augenhöhe. Also nee, sie ist da oben. Ja, aber die Aufmerksamkeit in einem, der eine achtet auf den anderen. Mhm. Sind beide gleichwertig. Also die Schüler, Lehrer. Aha. Ah ja, okay. So, das war so die, ja, okay, die Funktion. Ja. Ja. Muss da jemand was auf? Petra, du kennst die Story auch? Nee. Nicht? Aber mir ist dazu eingefallen. Da kommen die Ex, ja? Mir ist dazu eingefallen, was mir spontan kam, ist es, was du vorhin gesagt hast, mit innen und außen. Weil alles, weil es sich beides so bedingt. Mhm. Also das stellt sich gegenüber und da kommen mir natürlich sofort die Bilder, aber das kann man später. Mhm. Kommen die Satipatthana-Experten jetzt hier? Keine Einwände, ist aber echt schlapp. Jedenfalls, die Schülerin ermahnt dann ihren Akrobatmeister, sagt: Nee, Meister, so mal nicht. Du passt mal schön auf dich auf. Ich passe auf mich auf. Ich gebe auf mich Acht, du gibst auf dich Acht. Du beschützt dich und ich beschütze mich. Und so machen wir unser Kunststück, kassieren ab und kommen heil vom Bambusstab runter. Und hat der Buddha gesagt: Ja, genau so. Sich selbst beschützen, beschützt man andere. Und andere beschützend, beschützt man sich selbst. Und der Buddha gab dieses Gleichnis im Kontext der vier Grundlagen der Achtsamkeit, die nämlich diese innere spirituelle Arbeit sind, von der ich eben kurz sprach, also die ich damit eigentlich meinte. Ja, er sagte, indem wir beschützen uns selbst, indem wir die vier Grundlagen der Achtsamkeit praktizieren und beschützen dadurch andere. Und diese vier Grundlagen der Achtsamkeit, durch die wir uns selbst beschützen, sind die Betrachtung des Körpers, die Betrachtung der Gefühle, die Betrachtung des Herzens oder des Geistes und die Betrachtung der Phänomene, also das eigentliche Wort ist Dhamma,
oft wird es übersetzt als geistige Phänomene, aber es sind eigentlich Phänomene. Dhamma sind Dinge. Ich wollte heute auch keinen Vortrag über die vier Grundlagen der Achtsamkeit geben, aber ich möchte die doch schon so ein bisschen anreißen, weil es halt auch Teil dieser Anekdote ist. Und wer kennt denn von euch den Refrain vielleicht von den etwas älteren Hasen? Der Refrain, der immer wieder auftaucht, was man eigentlich, wie man eigentlich den Körper betrachtet, wie man die Gefühle betrachtet, wie man den Geist oder das Herz betrachtet, wie man die Phänomene betrachtet. Da kommt immer wieder ein Refrain, der ganz wichtig ist bei all diesen vier Betrachtungen. Also die Kontemplation unseres Körpers, die Betrachtung unseres Körpers, die Betrachtung der Gefühle, angenehm, unangenehm, neutral, die Betrachtung unseres Geisteszustandes, unserer Herzensverfassung und die Betrachtung der zum Teil Inhalte unseres Geistes, also der Phänomene, wobei auf dieser höheren Ebene eigentlich alles zu natürlichen Phänomenen wird. Und von daher schließt Dhamma eigentlich nachher alles ein. Aber kann sich jemand an den Refrain erinnern? Sonst versuche ich ihn mal eben selber. Ich habe es auch mitgebracht, weil ich mich ein bisschen verhaspel. Also es geht darum, Buddha sagt, er betrachtet den Körper innerlich als Körper. Er betrachtet den Körper äußerlich als Körper. Er betrachtet den Körper innerlich und äußerlich als Körper. Er betrachtet die Entstehungsfaktoren des Körpers innerlich. Er betrachtet die Entstehungsfaktoren des Körpers äußerlich. Er betrachtet die Entstehungs- und Erlöschensfaktoren innerlich und äußerlich. Oder er betrachtet Körper einfach nur zu dem, also nur so weit, dass er eben weiß, da ist Körper. Also das ist gerade für Achtsamkeit und Gewahrsein taugt, um zu wissen, da ist Körper. Und so verweilt er unabhängig an nichts in der Welt haftend. So betrachtet jemand den Körper als Körper. Also Körper innen ist mein Körper, Körper außen sind andere Körper. Gefühle innen sind meine Gefühle, Gefühle außen, Gefühle anderer. Geist oder Herzensverfassung innen oder innerlich ist mein Geisteszustand, Geisteszustand äußerlich, Geisteszustand anderer. Dhamma, Phänomene, die in meinem Geist auftauchen, Phänomene, die äußerlich auftauchen. Und das Wichtige dabei ist immer, er betrachtet es also innen und außen. Aber die Idee dabei ist Körper als Körper, nicht mein Körper. Und da, um jetzt nicht zu weit auszuführen, vielleicht einfach am Beispiel der Elemente kurz erläutert. Wenn ich den Körper im Hinblick auf die vier Elemente betrachte, dann ist in mir das Erdelement, in diesem Körper ist das Erdelement da, meint das innere Erdelement. Und das äußere Erdelement ist einfach nur Erdelement. Das Feuerelement in diesem Körper, also das, was für Verdauung sorgt, Wärme etc., ist einfach nur Feuerelement, genau wie das Feuerelement außen einfach nur Feuerelement ist. Das Wasserelement innen ist einfach nur Wasserelement, genau wie das Wasser nur Wasserelement ist. Und das Windelement innen, so wie das Windelement außen, ist nur Windelement. Er betrachtet Feuer, Erde, Wasser, Luft als Feuer, Erde, Wasser, Luft innen und außen. Die Entstehungsfaktoren der vier Elemente, die Erlöschensfaktoren der vier Elemente, beides. Oder er ist einfach nur gewahr, da ist Körper, da sind diese vier Elemente. Einfach nur zu dem, also so weit, dass er eben achtsam darüber gewahr ist, sich bewusst ist, da ist Körper, Körperlichkeit. Und genau das Gleiche machen wir mit den Gefühlen, mit dem Geisteszustand und mit den Inhalten des Geistes oder den Phänomenen im Allgemeinen. Und die Idee bei dieser tiefen inneren spirituellen Praxis, dieser vier Grundlagen der Achtsamkeit, also das sind diese vier Bereiche, wo wir unsere Achtsamkeit drauf richten sollen, wenn wir praktizieren. Das ist unsere spirituelle Arbeit, diesen Körper zu ergründen, diese Gefühle zu ergründen, dieses Herz, diesen Geist, diese Geistesverfassung, Geisteszustände zu ergründen und Phänomene im Allgemeinen, Dhamma, Natur, alle Dinge zu ergründen.
und zu erkennen, dass diese Dinge einfach nur Dinge sind, dass Gefühle einfach nur Gefühle sind, dass Geist nur Geist ist, dass Körper nur Körper ist. Und dann verweilt er unabhängig, ohne irgendwo in der Welt festzuhalten, ohne irgendwo dran zu haften und ist frei. Und das, hat der Buddha gesagt, ist der direkteste Weg zur Befreiung des Geistes von allem Leiden. Und hier in dieser kleinen Sutta sagt der Buddha, dass diese Praxis, das ist die Praxis, mit der wir uns selbst schützen. Und indem wir uns mit dieser Praxis selbst beschützen, beschützen wir andere. Indem wir andere beschützen, beschützen wir uns selbst. Aber dann geht der Buddha einen Schritt weiter. Das ist eigentlich das, wo ich heute drüber reden wollte. Der Buddha sagt, wie beschütze ich andere beschützend mich selbst? Also in diesem Teil sagt der Buddha, wie wir uns selbst beschützend, nämlich mit diesen vier Grundlagen der Achtsamkeit, indem wir unsere Existenz, unsere Daseinsfaktoren, also das, was unser vermeintliches Selbst ausmacht, untersuchen, analysieren, ergründen, im Hinblick auf die Tatsache, dass es einfach nur Elemente sind, Teile der Natur sind, die uns nicht gehören, die innen sowie außen einfach nur das sind, was sie sind, ohne den Anspruch zu erheben, ein Selbst zu sein. So praktizieren wir oder so beschützen wir uns, indem wir die vier Grundlagen der Achtsamkeit praktizieren und beschützen damit andere. Uns selbst beschützend beschützen wir andere. Und dann sagt der Buddha, und wie beschützen wir andere beschützend uns selbst? Und dann sagt der Buddha, durch Geduld, durch Gewaltlosigkeit, durch liebende Güte. Und das vierte, also das Wort, was der Buddha in dieser Sutta benutzt, kommt eigentlich nicht so oft vor. Aber das hat ein Synonym. Ein Synonym ist Anukampang. Und Anukampang heißt eigentlich, also ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Die meisten Leute übersetzen es immer mit Mitgefühl. Aber es ist eben nicht Mitgefühl. Weil Mitgefühl ist eigentlich Karuna. Also das Wort Compassion oder Mitgefühl ist eigentlich Karuna. Und dieses Wort Anukampang, naja, ich habe so ein paar Synonyme mal rausgesucht. Ich kann sie ja mal kurz vorlesen. Also ich mag es immer, mal so Synonyme zu schauen. Weil wenn ich mehrere Worte habe, dann kann ich so eine Sache von verschiedenen Winkeln beleuchten und mir mehr so ein Bild davon machen. Also ich kenne das Wort Anukampang, weil es auch in unserem Vinaya vorkommt, ja, eigentlich recht gut. Aber ein deutsches Wort, was dafür recht zutreffend ist, ist beispielsweise Teilnahme oder Anteilnahme. Oder ein anderes Wort ist Sympathie. Aber sowohl Teilnahme als auch Sympathie deuten eigentlich mehr so auf diesen Aspekt von Mögen hin. Ne? Während es ist eigentlich eher so dieses Einfühlungsvermögen oder Empathie, ne? was da so mitklingt. Und dann kommen noch ein paar andere Worte dann dazu, also zum Beispiel Zuneigung, wobei Zuneigung auch wieder in Richtung Mögen ist, oder Verständnis. Also die meisten deutschen Übersetzer, habe ich gesehen, übersetzen es mit Teilnahme, was eigentlich recht schön ist. Aber ich mag also dieses Wort Empathie oder Einfühlungsvermögen und werde auch versuchen zu erklären, warum ich zu diesem Entschluss gekommen bin. Aber auch um für die anderen Worte noch ein paar Synonyme zu geben, also dieses Wort Geduld beispielsweise hat also auch die Qualität von Standhaftigkeit oder Aushaltevermögen, ja, Geduld, aber auch die Qualität von Beharrlichkeit, ja, also Geduld, Standhaftigkeit, Aushaltevermögen, Beharrlichkeit. Dann dieses zweite Wort Gewaltlosigkeit, meistens übersetzt, könnte man auch sagen Harmlosigkeit, finde ich eigentlich ganz nett. Oder wenn man es positiv ausdrücken möchte, Friedfertigkeit oder Sanftheit. Oder Rücksichtsnahme. Weil Gewaltlosigkeit, da denkt man so, ja, ich ersteche niemanden und ich erschieße niemanden und ich prügel niemanden. Aber wenn man wirklich genau hinschaut, Gewalt geht viel weiter, geht viel tiefer. In unserer Sprache ist Gewalt verborgen, in unserer Gebärde ist Gewalt verborgen, ist eine Form von Gewalt verborgen. Und dieses Kontrollieren wollen, dieses Manipulieren wollen, also sind so viele Aspekte
in der Art und Weise, wie wir handeln, in unserem Verhalten, sowohl durch Körper als auch Sprache, wo eine Form von Gewalt zum Ausdruck kommt. Und von daher kann Gewaltlosigkeit irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbeischießen. Wenn man aber dann Harmlosigkeit oder Friedfertigkeit oder Sanftheit hört, dann positiv ausdrückt, dann kommt es irgendwie schon so ein bisschen rüber mehr. Und dann das Dritte ist ganz klar Meta, gibt es also keinen Zweifel, liebende Güte, beziehungsweise Wohlwollen oder mein Lieblingswort Gutmeinen. Das ist einfach Gutmeinen. Liebende Güte, Wohlwollen, Gutmeinen. Und dann Teilnahme, Sympathie, Einfühlungsvermögen, Empathie. Und so sagt der Buddha hier, dass wir uns selbst beschützen, indem wir andere beschützen, durch diese Qualitäten. Und ich wollte heute Abend mal so ein bisschen den Zusammenhang versuchen rüberzubringen, wie die eigentliche, weil ich sprach ja am Anfang vom Innen und vom Außen. Also die innere Arbeit ist die Praxis der vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist die Essenz unserer Meditation. Wir stillen den Geist durch Samadhi, wir sammeln den Geist über ein Meditationsobjekt, bis er klar innerlich zur Ruhe gekommen ist, innere Freude und Kraft verspürt, und diesen klaren, stillen, gesammelten Geist richten wir auf den Körper, die Gefühle, die Verfassung des Herzens, des Geistes und diese Phänomene, um das, was wir vermeintlich als unser Selbst vermeinen, als das zu erkennen, was es wirklich ist. Nämlich der Körper sind vier Elemente, die sind irgendwie zusammengekommen durch Geschlechtsverkehr von Mama und Papa und irgendwie auf mit Haferflocken und Grütze großgezogen, und die fallen irgendwann wieder auseinander, genau wie alles andere auch. So. Aber im Zuge dessen nehmen wir halt diese Dinge als mein an, und das ist natürlich da, wo das Problem liegt. Und genauso bei den Gefühlen. Gefühle entstehen, wären für eine gewisse Zeit, vergehen aufgrund von Bedingungen. Geisteszustände entstehen, wären für eine gewisse Zeit, vergehen. Je mehr wir unsere innere spirituelle Praxis pflegen, ja, und der Buddha sagt in dieser Sutta auch, dieses beständige Üben, Entfalten, Entwickeln dieser vier Grundlagen der Achtsamkeit, ja, das ist die wirkliche Art und Weise, uns selbst zu beschützen. Und dadurch beschützen wir auch andere. Und was der Buddha damit meint, ist, wir beschützen uns selbst, indem wir, weil wir die Dinge erkennen für das, was sie wirklich sind, den Verunreinigungen des Geistes nicht mehr so stark nachgeben. Das heißt, diese extremen Formen von Gier und Lust und Hass und Aversion, die fallen weg. Die Praxis selbst in ihrem Anfang, in ihrem Anfang ist so wie, einige der Lehrer in Thailand immer sagen, ist wie wenn eine Kieselstein oder wenn eine Steine, scharfkantige Steine, in den Fluss schmeißt, an seiner Quelle. Wenn diese Steine den Fluss runtergespült werden, bevor die irgendwann im Ozean ankommen, sind das wunderschöne, runde Kieselsteine. Und genauso ist diese Praxis auch. Die scharfen Kanten und Ecken, ja, unseres Geistes, unseres Daseins, die werden abgeschliffen. Und somit beschützen wir uns, indem wir eben nicht mehr aufgrund dieser falschen Annahme so stark dazu tendieren, unheilsamen Dingen nachzugehen, unheilsamen Gedanken, unheilsamer Rede, unheilsamer Handlung. Heißt, unsere Ethik verbessert sich. Und in dem Maße, in dem wir uns selbst kennenlernen, in dem wir unsere eigene Daseinsform mehr ergründen und mehr verstehen, was unser Dasein nun wirklich ist, haben wir ja auch viel mehr, und jetzt kommt's, Geduld mit anderen Menschen. Weil wenn ich dieses Erdelement als Erdelement erkenne, ja, und weiß, wie das reagiert, dann habe ich auch viel mehr Geduld mit diesem Erdelement. Aber dann habe ich auch viel mehr Geduld mit den Erdelementen da draußen. Das heißt, die Körper der anderen sind genau wie mein Körper. Mein Körper ist genau, also da gibt's noch so einen Spruch, wie dieser jetzt war jener einst, wie jener jetzt wird dieser sein. Also diese Reflexion hier so, wie dieser, wenn wir eine Leiche sehen, einen Verstorbenen sehen, wie dieser jetzt
war jener einst, wie jener jetzt wird dieser sein. Also wie dieser Körper jetzt, war jene Leiche einst, wie jene Leiche jetzt wird dieser Körper sein. Also wie innen und außen. Also immer die Sachen nach innen bringen, dieses innen und außen. Und wenn wir, je mehr und mehr wir unseren Körper verstehen, ja, gerade im Hinblick auf diese vier Elemente, was ja nun mal eine sehr neutrale Betrachtung des Körpers ist, gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, den Körper zu kontemplieren, umso mehr Geduld mit diesem Körper, weil er eben aus diesen Elementen besteht und weil er eben bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt und gar nicht anders kann. Und genauso ist es mit anderen Körpern. Ich weiß noch, so manche Mönche, die haben, also ich kenne einige, die haben unheimlich Probleme, auch mit Kranken umzugehen. Also es fällt denen unheimlich schwer, einen kranken Menschen zu pflegen und da jetzt irgendwie die Kacke wegzumachen und was man eben so macht mit einem kranken Menschen, einem kranken Haufen von vier Elementen. Und ich meine, ich habe da persönlich nie Probleme mit gehabt, aber ne, das ist halt so eine Sache, wo wir auch Geduld üben. Wir lernen Geduld mit unserem eigenen Körper und gewinnen Verständnis, Einsicht in die Natur unseres Körpers und haben dann auch viel mehr Geduld mit anderen Menschen. Und das ist, wie wir andere Menschen beschützen, indem wir nämlich mit diesen anderen Menschen um uns herum mehr geduldig sind, sanfter sind, beharrlicher sind. Und wir können auch, bei dieser zweite Aspekt dieser Gewaltlosigkeit oder um es vielleicht hier praktischer, dieses Wort Rücksichtslosigkeit beziehungsweise Rücksicht. Wir sind nicht mehr so rücksichtslos. Wir wissen mehr und mehr um die Natur unseres Daseins. Wir wissen, wie Gefühle sich anfühlen. Wir wissen um angenehme Gefühle, wir wissen um unangenehme Gefühle. Und wir wissen, wie weh unangenehme Gefühle tun in uns. Aber wir können die als Gefühle betrachten und mehr uns davon Stück um Stück distanzieren. Das heißt, es werden wirklich irgendwann Gefühle, die wir betrachten können, als angenehm, unangenehm oder neutral. Diese starke Anhaftung, dieses starke Ergreifen, dieses starke Festhalten an angenehmen Gefühlen und diese extreme Aversion gegenüber unangenehmen Gefühlen, das fängt an, sich langsam auszugleichen. Das geht nicht mehr zu diesen Extremen. Aber weil wir eben mehr und mehr Verständnis für unser eigenes Dasein haben, mehr und mehr unser eigenes Dasein verstehen, umso weniger sind wir bereit, Gewalt auszuüben. Umso rücksichtsvoller sind wir im Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Wenn ich hier jemanden sitzen sehe, der meditiert, dann bemühe ich mich, hier nicht zu trampeln. Oder also all diese kleinen Aspekte sind ja auch Formen der Gewalt oder Rücksichtslosigkeit, ne, in dem Sinne. Ne? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie ist meine Körpergebärde? Wenn ich meinen eigenen Körper verstanden habe und weiß, was das für ein nerviger Haufen von vier Elementen ist, dann gucke ich, dass ich mit dem nervigen Haufen von vier Elementen andere Leute nicht nerv. Also so manche Leute, die haben überhaupt kein Körperbewusstsein. Die sind, wie man so schön sagt, wie der Elefant im Porzellanladen. Die haben überhaupt gar keinen Gewahrsein, wie die mit ihrem Körper andere Menschen beeinflussen. Und von daher kann man aber auch mit diesen Menschen, die eben keine Rücksicht haben, mehr Rücksicht haben. Man kann also auch mit Leuten, die keine Geduld haben, geduldig sein, weil wir eben den Prozess mehr verstehen. Und wir sehen, da ist eigentlich niemand drin, der jetzt unbedingt uns was Böses will. Das sind einfach Bedingungen, die sind halt so zusammengekommen und die, das wäre zwar schön, wenn der ein bisschen rücksichtsvoller sein könnte, aber wenn er denn nicht rücksichtsvoll ist, dann können wir doch nachsichtig sein und müssen jetzt nicht unbedingt den zur Sau machen oder schlecht machen oder runter machen oder wie auch immer. Wir finden andere Mittel, andere Wege, um den Leuten auf gewaltlose Weise Dinge rüberzubringen. Und das funktioniert auch viel besser. Das können die Leute auch viel besser annehmen, wenn es irgendwie nett
rüberkommt und nett gemeint ist, von einem netten Platz kommt und vor allem von einem Platz, der Dinge verstanden hat. Das ist der große Segen, mit solchen befreiten Geistern der Waldtradition in Verbindung gekommen sein zu dürfen in der Vergangenheit. Die haben es einfach drauf, etwas zu sagen, und du kannst es sofort annehmen, egal was das ist, weil das steht im Raum, dass die das wirklich verstanden und durchdrungen und mit Weisheit durchdrungen haben. Das ist nicht, als wenn die jetzt einfach nur mit uns schimpfen um des Schimpfens willen, sondern wenn die was sagen, hat das Hand und Fuß. Und dann sagen die das aus Mitgefühl, aus Liebe, aus Güte, aus dem, mit der Absicht, uns zu helfen. Und als solche, die es selber verstanden haben. Das ist der Unterschied. Wenn ich das selber noch nicht kapiert habe und jemand anders das erklären, dann sagt er, ja, gut, schönen Dank, aber das geht nicht rein, das geht nicht zu Herzen, das geht nicht tief. Und deshalb können wir eigentlich erst wirkliches Mitgefühl auch entwickeln, in dem Maße, in dem wir die Wahrheit selber verstanden haben. Je mehr wir uns selbst verstehen, je mehr wir selbst Einsicht in Körper, Gefühl, Geist, Phänomene haben, umso mehr verstehen wir eigentlich auch erst, was in diesen anderen Menschen um uns herum vorgeht. Und dann können wir auch liebende Güte oder Wohlwollen oder gut, können wir es auch wirklich gut meinen mit denen. Je mehr ich diese vier Grundlagen der Achtsamkeit praktiziert habe und mein vermeintliches Dasein verstanden und durchdrungen habe, umso mehr habe ich auch damit das Außen durchdrungen. So wie innen, so wie außen, so innen. Wenn ich mich verstehe, verstehe ich andere. Wenn ich andere verstehe, verstehe ich mich. Oder diese Form von Empathie. Und da jetzt wird dieses Wort Empathie auch deutlich, weil Empathie heißt, du hast ein Einfühlungsvermögen. Je mehr du dich selbst verstanden hast, umso mehr kannst du dich auch in andere reinversetzen. Je mehr Empathie hast du, weil du genau weißt, Geisteszustände sind Geisteszustände. Die mögen zwar variieren, aber die Grundstruktur von Gier, Hass und Verblendung und von Neid und Eifersucht und was es eben alles gibt, ist die gleiche. Die ist überall die gleiche. Die Objekte mögen sich ändern, die Situationen mögen sich ändern, aber die Prinzipien, die Grundzustände, die Grundmöglichkeiten von heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen sind in jedem Menschen, in jedem Wesen vorhanden. Und je mehr ich die mir selber ergründet habe und verstanden habe, und je mehr ich wirklich unabhängig und von allem in der Welt losgelöst leben kann, was natürlich auf Befreiung und Erwachung und Erleuchtung hindeutet, wäre schön, wenn wir alle schon so weit wären, umso mehr bin ich auch in der Lage, Empathie zu haben und mitzufühlen und mich hineinzuversetzen und dann auch entsprechend den richtigen Rat zu geben, die richtigen Worte zu wählen. Oder wie wir immer so gerne sagen, müssen die Leute abholen, wo sie sind. Man kann nicht über die Köpfe der Leute hinweg versuchen, da irgendwas rüberzubringen. Das funktioniert nicht. Man muss sich irgendwo auf die einlassen können, einfühlen können. Und dieses Beschützen der anderen, wie der Buddha in der Sutta sagt, das schlägt sich natürlich auch wieder auf uns nieder. Das heißt, in dem Maße, in dem wir auf diese Weise die anderen beschützen, beschützen wir natürlich auch uns selbst. Weil wenn ich in der Weise mit Menschen umgehe, geduldig, gewaltlos, liebevoll und empathisch oder anteilnehmend, dann habe ich auch nichts Böses von denen zu erwarten. Das heißt, ich schaffe eine Umgebung, ich schaffe mir ein Umfeld, in dem Harmonie herrscht. Und Harmonie ist eine der wichtigsten Grundlagen für spirituelle Praxis. Das heißt, wenn ich durch meine Ausstrahlung, durch meine Art und Weise mit Menschen umzugehen, ein harmonisches Umfeld schaffe, dann schaffe ich damit auch die besten Bedingungen, um für mich die vier Grundlagen der Achtsamkeit wieder praktizieren zu können. Und so hilft die innere Arbeit der vier Grundlagen der Achtsamkeit dieser äußeren Arbeit des Beschützens meines Umfeldes oder der Menschen in meinem Umfeld, und dieses Beschützen der Menschen in meinem Umfeld hilft meiner Praxis der vier Grundlagen der Achtsamkeit. So bedingen diese Dinge sich gegenseitig und helfen sich.
Also ich weiß von mir, so diese Ungeduld, also die ich auch also früher natürlich viel, viel mehr hatte. Also habe ich so in Retrospekt dann auch mehr verstanden, wie je mehr ich mich ja mit mir selber beschäftige, je mehr ich ja wirklich meditiere, meinen Geist stille, versuche mich selber kennenzulernen, zu verstehen, zu ergründen, umso besser bin ich ja auch drauf. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, je mehr ich meditiere, je mehr ich die vier Grundlagen der Achtsamkeit, wir praktizieren die vier Grundlagen der Achtsamkeit ja nicht, um mies drauf zu sein, ja? Sondern das sind ja Sachen, die uns zu Freude und zu Glück und zu innerem Frieden und Freiheit verhelfen. Das heißt, je mehr innere Freude, innere Klarheit, innere Friede da herrscht, umso mehr bin ich natürlich auch in der Lage, mit Gutes auszustrahlen nach außen. Das heißt, ich bin viel geduldiger. Dinge nerven mich nicht mehr so schnell. Und dadurch bin ich halt erträglicher für andere Menschen. Ja, und dann auch erträglicher für mich selbst. So, weil wir müssen uns ja erstmal selber leiden können. Ich meine, die ganze, also fängt die Praxis ja an. Ich meine, diese liebende Güte, dieses Gutmeinen, ist ja auch eine Sache, die wir uns gegenüber praktizieren müssen. Aber das sind halt eben die zwei verschiedene Qualitäten von Freude oder Glück. Die eine ist die Freude oder das Glück, was durch den stillen Geist entsteht. Das heißt, wenn ich in der Meditation schön ruhig werde, friedlich, kommt Freude auf, ist alles ganz nett und warm und hell und ganz toll. Aber es ist halt nicht die gleiche Qualität wie die Freude, die die von Weisheit oder von tiefer Einsicht kommt, wenn du irgendwie wirklich was verstanden hast. Also wenn du durch eine nette Meditation in schönen, ruhigen, stillen, friedvollen, glücklichen Zustand gelullt hast, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, das muss jetzt mit Vorsicht genossen werden, weil man soll sich ja da reinlullen, das ist ja auch alles wunderbar, gut so, das ist ja die Grundlage, da müssen wir ja anfangen. Dann ist das eine andere Qualität, ne, als wenn ich jetzt diese tiefe Freude empfinde, weil ich die vier Elemente in irgendeiner Weise tiefer durchschaut habe. Ne. Also die vier Grundlagen der Achtsamkeit, ne, sind die Praxis, die wirklich zu Weisheit, zur Einsicht und zur Befreiung führen. Ne. Während diese beruhigende Meditationsform, indem wir uns ein Objekt nehmen und dabei verweilen und zum Ausschluss der Vergangenheit, der Zukunft und der Gedanken und all dieser Dinge in der Gegenwart still bei einer Sache verweilen, das ist die vorbereitende Meditation oder Praxis. Und die beiden helfen sich natürlich auch. Je stiller, je friedvoller ich werde in der Meditation, umso mehr tiefer kann ich auch gucken. Umso besser kann ich die vier Grundlagen der Achtsamkeit praktizieren. Weil wenn ich versuche, da irgendwie die vier Elemente zu gucken und der Geist, der ist irgendwie überall und ne, springt von einem zum anderen und vom Hundertsten aufs Tausendste und die Vergangenheit und Zukunft, dann kann ich nicht meinen Körper kontemplieren. Dann kann ich auch keine Einsicht gewinnen. Also ich muss da erstmal Ruhe reinbringen. Das ist auch ganz gut so. Aber ich wollte nur sagen, das hat auch nochmal eine andere Qualität. So die Freude, die sich daraus ergibt, irgendwas kapiert zu haben. Und dann kann man sich natürlich umso mehr vorstellen, wie erfreulich diese freienden Einsichten sind, die uns dann wirklich frei machen. Also die uns wirklich, wo wirklich Verunreinigungen vom Geist komplett wegfallen und frei und befreiende Zustände auftreten. Wie der Buddha sagt, es gibt kein höheres Glück als dieses Glück des Friedens und der Freiheit. Ja, und so, das ist mir eigentlich wichtig, das zu versuchen rüberzubringen, wie einmal dieser Bambusakrobat offensichtlich von einer Dame zusammengeschissen worden ist, weil er das nämlich nicht kapiert hat. Sag ich jetzt mal so. Von wegen, du passt auf mich auf und ich passe auf dich auf und du beschützt mich und ich beschütze dich. Nee, das funktioniert das nicht. Wir müssen uns selbst beschützen. Wie der Buddha oft gesagt hat, also wir müssen uns selbst eine Insel sein, ne? Und uns selbst beschützen wir andere, andere beschützen wir uns selbst. Selbst beschützen wir, indem wir im Inneren die
Praxis der vier Grundlagen der Achtsamkeit und nach außen hin die Praxis dieser vier Qualitäten von Geduld, Gewaltlosigkeit, Liebe, Güte und ja, Teilnahme wegen mir oder Empathie praktizieren. Aber dass diese eben sich auch natürlich bedingen und ganz, ganz eng zusammenhängen und sich auch gegenseitig unterstützen. Die Art und Weise, wie ich mit mir im Inneren umgehe, reflektiert, wie ich mit anderen umgehe, genauso wie ob ich morgens nach dem Aufstehen mein Bett mache, meinen Geisteszustand reflektiert und mein Geisteszustand reflektiert, ob ich mein Bett mache oder nicht. Dann heißt die ganzen Gewohnheiten, Gepflogenheiten, die auf der Ebene von Ethik und Praktiken und Pflichten und Aufgaben liegen, das ist ja auch eine äußere Sache. So kann man sehen, das sind halt überall trifft man auf dieses Muster von innen und außen. Aber wichtig ist halt eben, vielleicht noch abschließend zu sagen, die Einsicht, dass das eigentlich das Gleiche ist. Dass innen und außen das Gleiche ist. Wenn es tief geht, dann wird das alles eins. Sagen wir mal so. Möchte die Sutra nochmal hören? Soll ich die mal vorlesen zum Abschluss? Ja? Ist nicht lang. Ich habe auf Größe 16 ausgedruckt, das hat nur zwei Seiten. Ich dachte mir. Auf eine Seite hätte ich es nicht geschafft. Also die Sutta heißt eigentlich Sedaka. Also es war ein Ort, wo die Sutta gegeben ist. Und die finden wir im Satipatthana Samyutta, das ist der 47. Samyutta im Samyutta Nikaya und das ist die 19. Lehrrede. Einst weilte der Erhabene im Lande der Sumber, in einer Stadt der Sumber namens Sedaka. Dort wandte sich der Erhabene an die Mönche. Vor langer Zeit lebte einmal ein Bambusrohrakrobat. Das Bambusrohr aufrichtend, wandte er sich an seine Gefährtin Medakatalika. Komm, liebe Medakatalika, erklettere das Bambusrohr und stelle dich auf meine Schultern. Ja, Meister, erwiderte die Gefährtin, die Gehilfin, und tat, wie der Meister geheißen. Da sprach der Akrobat zu seiner Gehilfin. Du, liebe Medakatalika, schütze mich und ich werde dich schützen. So übereinander wachend, einander schützend, werden wir unsere Kunst zeigen, unseren Gewinn ernten und wohlbehalten vom Bambusrohr heruntersteigen. Auf diese Worte, ihr Mönche, sprach Medakatalika, die Gehilfin, zum Meister. Nicht so, Meister. Du, Meister, schützt dich selbst. Und auch ich werde mich selbst schützen. So, selbst bewacht, selbst beschützt, werden wir unsere Kunst zeigen, unseren Gewinn ernten und wohlbehalten vom Bambusrohr heruntersteigen. Das ist hierbei der rechte Weg, sagte der Erhabene und sprach weiter wie folgt. Wie Medakatalika, die Gehilfin zum Meister, sprach, mich selber werde ich schützen. So sind die Grundlagen der Achtsamkeit zu üben. Den anderen werde ich schützen. So sind die Grundlagen der Achtsamkeit zu üben. Sich selber schützend, schützt man den anderen schützend, schützt man sich selbst. Und wie, Mönche, schützt einer sich selbst schützend, den anderen? Durch Pflege, Entwicklung und häufige Übung der Grundlagen der Achtsamkeit. Und hier habe ich jetzt den Refrain eingefädelt, der eigentlich in der Sutta nicht vorkommt. Er verweilt, indem er den Körper, Gefühle, Herz und Phänomene innerlich als Körper, Gefühle, Herz und Phänomene betrachtet. Oder er verweilt, indem er Körper, Gefühle, Herz und Phänomene äußerlich als Körper, Gefühle, Herz und Phänomene betrachtet. Oder er verweilt, indem er den Körper, Gefühle, Herz und Phänomene sowohl innerlich als auch äußerlich als Körper, Gefühle, Herz und Phänomene betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren in Körper, Gefühlen, Herz und Phänomenen betrachtet. Oder verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren in Körper, Gefühlen, Herz und Phänomenen betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren in Körper, Gefühlen, Herz und Phänomenen betrachtet. Oder, und das ist dieser Teil, der mir immer so wichtig ist am Ende, der oftmals mit Pünktchen in den Sutten steht. Oder die Achtsamkeit, dass da Körper, Gefühle, Herz und Phänomene vorhanden sind, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. So verweilt er unabhängig und haftet an nichts in der Welt. Auf jene Weise verweilt er, indem er den Körper, Gefühle, Herz
und Phänomene als Körper, Gefühle, Herz und Phänomene betrachtet. So schützt man sich selber schützend den anderen. Und wie ihr Mönche schützt man den anderen schützend sich selbst durch Geduld, Standhaftigkeit, Beharrlichkeit, Gewaltlosigkeit, Harmlosigkeit, Friedfertigkeit, Sanftheit, liebende Güte, Wohlwollen, Gutmeinen, Teilnahme, Sympathie, Einfühlungsvermögen, Empathie, Zuneigung, Verständnis. So schützt man den anderen schützend sich selber. Mich selber werde ich schützen, so sind die Grundlagen der Achtsamkeit zu üben. Den anderen werde ich schützen, so sind die Grundlagen der Achtsamkeit zu üben. Sich selber schützend schützt man den anderen schützend schützt man sich selbst. Ewang, immer noch zu fragen, zu kommentieren, zu beschweren, zu reflektieren. Ja, ich hätte eine Frage. Wie betrachte ich denn die Geisteszustände von anderen Menschen? Genau, das ist immer die interessante Frage. Also wie betrachte ich die Gefühle anderer Menschen? Wie betrachte ich den Geist oder den Herzenszustand anderer Menschen? Und wie betrachte ich die geistigen Phänomene oder Phänomene anderer? Also da draußen, ne? So. Im Körper scheint das irgendwo noch einfach zu sein, aber wenn man genauer hinguckt, ist das beim Körper genauso schwer. Das heißt, es kann immer nur ein Schluss sein. Also wenn ich die psychischen Fähigkeiten nicht habe, mir die Gefühle anderer oder den Geisteszustand anderer anzuschauen, ja, dann ist es nach meinem besten Dafürhalten, da könnt ihr mir gerne widersprechen, wenn ihr möchtet, aber das ist meine momentane Ansicht dazu. Und das habe ich ja auch versucht rüberzubringen. In dem Maße, in dem ich meinen Körper verstehe, weiß ich, das heißt, wenn ich Einsicht in ein Haar, in eine Haarsträhne habe, dann weiß ich, wie alle Haarsträhnen im ganzen Universum funktionieren. Wenn ich wirkliche Einsicht habe. Wenn ich wirkliche Einsicht in meine Gefühle habe, dann habe ich auch wirkliche Einsicht in die Gefühle aller anderen. Und wenn ich wirkliche Einsicht in meinen Geisteszustand habe, habe ich auch wirkliche Einsicht in die Geisteszustände anderer, ohne die zu kennen. Nur durch diese Einsicht, die eben wie innen so außen, wie außen so innen, die mir eben diese Einsicht vermittelt. Und genauso ist das auf der Ebene von Dhamma. Also das wäre jetzt meine Antwort dazu. Gut. Hast du da sozusagen, oder hast du selber mal rüber kontempliert? Ideen zu? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwo ausgeführt ist, dass das die Gedanken und so weiter oder Gefühle anderer Menschen sind. Ach so. Das innerlich und äußerlich, ob das so gemeint ist. Also ich weiß nur von den Kubachern, die hier waren, also die sprechen halt von Körper. Ne? Also auf der Ebene, weil es ist ja erstmal die Körperkontemplation, die wirklich die Grundlage ist. Ne? Die anderen Sachen, die gehen erstmal viel tiefer und nicht umsonst ist in dieser Lehrrede der vier Grundlagen der Achtsamkeit über zwei Drittel der Lehrrede geht es um den Körper. Wenn jetzt beispielsweise, ob das jetzt Lumpa Liem war, der hier war, oder Tajan Dan, wenn die von Körper innen und außen sprechen, dann sagen die immer ziemlich klar, innen ist der Körper, außen ist der Körper anderer. Aber, und das stimmt, ich habe sie noch nie, also ich habe den nächsten Schritt sozusagen, darüber haben die nie was verloren, also nichts gesagt, ob das jetzt bei Gefühlen und bei den anderen dreien das gleiche ist. Ja, und deshalb kann ich halt auch nur, wie sagt man, to infer, also implizieren, dass das so ist. Ja. Vom Buddha selber, und da hat Ajahn Mediko recht, also es gibt keine Ausführung wirklich, außer in dieser dieser postkanonischen Literatur, also die Kommentarliteratur, wo dann innen und außen beschrieben wird. Aber der Buddha selber, der führt das nicht aus. Ich wüsste es jetzt nicht. Aber ich fand das halt in dem Zusammenhang, in dieser Sutta so interessant, weil der eben auch, ja, da geht's ja um diese Sachen, innen und außen, ja, wie ich selber praktiziere, wie ich mich beschütze, wie ich andere beschütze, wie ich andere beschütze, wie ich mich beschütze. Und so in dem Kontext schien mir dann irgendwo auch eine Menge Sinn zu machen. Vielleicht ist es ja alles ganz anders. Das ist ein Disclaimer für heute Abend. Ja, ich habe das immer so verstanden, oder mir so erklärt, dass also innerlich ist sozusagen, der Beobachter ist im Körper drin. Und wenn ich dann mehr Distanz habe, dann kann ich den Körper sozusagen von außen betrachten, aber meinen eigenen Körper. Und das Gleiche mit Gefühlen auch. Also einmal dieses, das bin ich, und das zweite, nee, das ist mein.
Und dann innerlich und äußerlich, dass ich eben diese beiden Formen der Identifikation miteinander vergleiche und dadurch sehe, Identifikation ist etwas Beliebiges, ist vom Beobachterstandpunkt, von dem Blickwinkel abhängig. Und dadurch diese ganze Maschinerie so ein bisschen aufweichen kann. Aber ich hänge den gleichen Disclaimer dran. Nur dann wäre es mit den Gefühlen nicht so schwierig zu erklären. Also, schreibt euch das hinter die Ohren, wenn die Kuba-Chan kommen nächstes Jahr. Das ist schon gleich eine gute Frage. Aber in der Sutta hat der Meister ja auch nicht gewusst. Musste ja auch die Schülerin ihn zurechtweisen. Gehen wir mal davon aus, dass unsere Meister Bescheid wissen. Arahan Samma Sambunno Bhagava Bunnang Bhagavantang Abhivadimi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami.